Frühes Aufstehen ist für jeden Studenten üblich. Oh, wie spät. Zeit aufzustehen? Na gut. Aber der Morgen eines TikTokers ist nicht wie ein Student. Chris muss ein lustiges Kurzvideo drehen, während er sich fertig macht und es teilen. Das war's, ich muss los. Aber wenn das Video fertig ist, vergisst man leicht, dass man eigentlich zur Uni muss. Oh, warum klingelt der Wecker schon wieder? Ich bin spät. Heute schreiben wir einen Test. Einen Test? Aber ich habe mich nicht vorbereitet. Stephanie, hilf mir. Lenk mich nicht ab. Schreib ihn selbst. Ich hatte noch keinen Spicker. Ich werde meine Abonnenten um Hilfe bitten. Hey, keine Smartphones im Klassenzimmer. Live. Hey Leute, ich habe einen Physiktest. Bitte helft mir, okay? Schreibt die Antworten in die Kommentare. Ups. Chris, bittest du deine Follower bei der Prüfung um Hilfe? Das ist unangemessen. Ich gebe dir eine 6 für alle Tests im Voraus. Oh nein, du kannst nicht wiederholen. Chris mag eine erfolgreiche Karriere haben, aber akademisch sieht's anders aus. Was für ein Tag. Hey, pass auf. Tut mir leid, was soll ich machen? Und was ist das? Lass mich los, ich kann nicht sehen. Helft mir, mein Gesicht. Ich brauche es für TikTok. Wie soll ich Views bekommen? Videos machen ein und alles für mich. Oh, eine TikTok-Challenge? Das klingt perfekt für mich. Wow, dieser Ort sieht fantastisch aus. Es gibt alles für Videos. Hey, komm schon, Faulpelz. Wach auf. Tanz mit uns. Im TikTok-College ist das Drehen von Videos Teil des Lernprozesses. Oh, diese Mädchen machen die Herausforderung. Hey, was hast du denn da? Das ist so altmodisch. Wow, wir können auch Mode-TikToks machen. Dieser Ort ist cooler als mein College. Das ist wahrscheinlich ihre Ruhmshalle, der beliebtesten TikToker. Ich muss die Profile sehen. Wow, wie hat sie diesen coolen Effekt gemacht? Ich muss noch eine Menge lernen. Oh Mann. Oh, das Büro des Direktors. Ist die Tür abgeschlossen? Aber ich muss ihn treffen. Oh, das ist ein Face-ID mit meinem Lieblingseffekt. Oh, nur der witzigste und kreativste Schüler kann in das Büro des TikTok-Schulleiters gelangen. Wow. Es sieht so aus, als ob der Rektor bunte Sachen mag. Was ist so lustig, junger Mann? Sie haben einen beeindruckenden Stil. Das habe ich. Oh, das ist mein If Puppet Were Human Outfit. Nun, warum sind Sie hier? Ich habe Ihren Flyer gesehen und wollte nachsehen, ob es wahr ist. Dieses Video von mir ist sehr beliebt. Du wirst der nächste TikTok-Star sein. Du bist derjenige, nach dem wir suchen. Ich? Ist das Ihr Ernst? Willkommen zur TikTok-Schule. Wir müssen Sie offiziell auf der Seite der Hochschule vorstellen. Hey zusammen, lass uns ein Selfie machen. Leute, das ist der neue Schüler Chris. Hallo, hi Chris. Setz dich, fangen wir an. Oh, ihr könnt eure Smartphones in der Klasse benutzen. Wie toll, ich bin gespannt, wie das wird. Lass uns über die Trends sprechen. Wer kann mir sagen, was auf TikTok beliebt ist? Alice? Ich? Keine dummen Fragen. Hey, wer hat auf mich geswiped? Alex, das war deine Frage. Ich schneide gerade das Video. Ist es so schwer für dich zu antworten? Mädels, wischt nicht zurück. Ich bin euer Lehrer. Ich muss den Kamerawinkel korrigieren. Oh, Chris, was ist das? Du schreibst einen Vortrag über Trends in deinem Heft? Wirklich, das ist was für Loser. Er ist ein Nerd. Jeder benutzt ein Smartphone. Vergesst die Notizbücher. Tut mir leid. Rotes Licht, grünes Licht. 1, 2, 3. Ist das eine Challenge? Schau dir die Sportkleidung an. Sie haben einen schrecklichen Geschmack. Cindy, du hängst den Trends hinterher. Alle tragen jetzt grün. Seid ihr bereit anzufangen, Leute? Ihr hättet eure Gesichter sehen sollen. Ich bin's nur. Herr Bell, tolles Kostüm. Ich glaube, er hat's übertrieben. Cindy, was hast du da an? Bitte zieh dich um. Das ist so viel besser. Jetzt sind wir ein Team. Grün steht mir. Außerdem ist es meine Glückszahl. Hey, mach die Bewegung. Oh, warum seid ihr so aus dem Takt? Cindy, was ist los? Du tanzt völlig aus dem Takt. Ich bin im Beat. Das ist mein Trademark-Move. Im TikTok-Tanz ist es alles im Takt zu bleiben. Gut, das reicht jetzt. Nur noch mal den Tanz üben. Los geht's. Selbst das muss wiederholt werden.
Wirklich, Cindy? Sie ist hoffnungslos. Wir werden nie ein Tanzvideo zusammen machen. Ich bin Feuer und Flamme. Cindy, deine Tanzkünste sind schrecklich. Raus aus diesem Kurs. Was? Ich werde eine Ikone des TikToks werden. Hast du das gesehen? Herr Lehrer, entspannen Sie sich. Wow, ihr seid meine kleinen Stars. Bravo, nehmt diesen Preis. Den habt ihr euch verdient. Wow. Seht mal, was ich gepostet habe. Und mein Video ist auf der For You-Page. Hey Mädels, wow, das sieht cool aus. Chris, bitte gib dem Video ein Like. Like unser Video. Na, kein Problem. Und vergiss meins nicht. Geh auf mein Profil. Chris, bist du schon da? Ja, Abby. Videos zu liken kann genauso anstrengend sein wie zu filmen. Chris, drück den Herzknopf der Puppet Challenge. Die Anzahl der Likes ist der Schlüssel eines beliebten TikTokers. Also es ist alles sehr wichtig. Mädels, nicht so schnell. Ich brauche Zeit. Ich bin müde. Ich kann den Like-Button nicht mehr drücken. Mein Finger tut so weh. Ich kann nicht mehr. Du willst uns einfach nicht helfen. Hey, beweg dich. Tyler, hast du ein Pflaster? Was ist los? Hat dir ein Haufen Videos mit schwachen Fingern gefallen? Naja, weil du zuerst an deinem Muskel arbeiten musst. Schau mich an. Das ist lächerlich. Ist das dein Ernst? 1, 2. Worüber lachst du denn? Starke Finger zu haben ist super wichtig für einen TikToker. Guck, wie schnell ich bin. Wow, das gibt's nicht. Siehst du, das ist Training. Das ist beeindruckend. Ich nenne diesen Finger Likey Mikey. Er ist der stärkste. Tyler, das ist so cool. Ich lerne so viel am TikTok College. Ich werde meine Fingermuskeln aufpumpen, damit ich viele Videos liken kann. Oh, ich hab's übertrieben. Ist das wirklich wahr? Mein Video hat 1 Million Likes bekommen. Oh, was ist los? Wir werden die Likes zurücknehmen. Deine Videos sind langweilig. Ah, Hilfe! Rettet mich jemand! Oh, nur ein Albtraum. Leute, heute machen wir ein ASMR. Habt ihr euch vorbereitet? Ja, ich muss mit dem Livestream sofort beginnen. Hey Leute, heute mache ich einen Mukbang. Lass uns die Nudeln probieren. Mh, die Soße ist fantastisch. Mögt ihr Nudeln? Schreibt's in die Kommentare. Oh, es ist würzig. Meine Mutter schickt mir eine SMS. Oh, kein guter Zeitpunkt. Ich bin im Livestream. ASMR zu machen ist nicht so einfach. Ah, wer schreit denn da so laut? Hör auf! Ich hab dir gesagt, du sollst nicht schlürfen. Was bringen wir denn unseren Kindern bei, hä? Du musst ein Vorbild sein. Was soll das? Sie haben recht, wir haben die Tischmanieren vergessen. Also, benehmt euch. Ich verlasse mich auf Sie. Ugh. Ja, das Video ist so lustig. Was hat er denn da an? Oh, ich habe vergessen, mich umzuziehen. TikToker wissen, wie man die besten Übergänge macht. Sogar in Real Life. Ich werde euch ein einfaches Rezept geben. Gib mir was Leckeres, ich bin hungrig. Nein, heute werden wir die Lotterie befragen, was es zum Mittag gibt. Zieh einen Zettel. Na, viel Glück. Brokkoli? Aber ich wollte Fleisch. Oh, kann ich nochmal? Tut mir leid, aber die Regeln sind für alle gleich. Du bekommst, was du bekommst. Hier. Du veräppelst mich. Nein, ich zeig dir ein Sandwich. Leute, ich habe heute Sushi zum Mittagessen. Das sieht lecker aus, oder? Oh, isst du Sushi? Kannst du bitte mit mir teilen? Gut, aber wir machen einen fairen Tausch. Bist du dabei? Für Sushi würde ich alles tun. Nein, nichts gegen Brokkoli. Ich lege eine Poptube dazu. Ich will mehr. Ein Puppet. Nicht genug. Du hast einen riesen Appetit. Ellen erkennt den Wert des Luxus-Mittagessens. Ist das alles, was du anbieten kannst? Ich will mehr. Na gut, ich weiß was. Ein Spinner. Mh, Sushi. Wenn keiner da ist, kann ich mit meinem Fidget Spinner spielen. Hey, Mr. Belly, kann ich noch einen Spinner für die Sammlung im Tausch gegen ein Sandwich? Du bist der Beste. Jetzt habe ich 2 Spinner. Oh, hallo. Hat euch das Video gefallen? Dann liked es!
Abonniert den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Tschüss!